Ja, heute ist Tag der deutschen Einheit. Wer dieses alte Lied noch kennt. Die DDR hatte ja meines Erachtens durchaus eine schöne Hymne, muss man sagen. Fand ich immer sehr würdevoll. Also musikalisch und national gesehen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nichts zum Tag der deutschen Einheit zu machen, aus verschiedenen Gründen. Also der eine, den hatte ich ja schon gesagt, was gibt es jetzt gerade und heute der Tage zu feiern? Also was feiern auch die Politiker? Gibt es eigentlich eine Feier? Ich weiß nicht. Ich habe gerade ganz kurz in die Welt geschaut, da sieht man keine Jubelfeiermeldungen. Weiß ich nicht. Wer, also ich hatte das ja auch in dem letzten Video über Konservatismus gesagt. Welche Gruppe gibt es eigentlich im Moment, die am jetzigen Status quo festhalten möchte? Von dem jetzigen möchten eigentlich alle weg, oder? Die einen in Richtung Globalismus und Europäische Union und die anderen zum Nationalstaat zurück. Also ob nach links, nach rechts, egal. Ich weiß keine Richtung, die nicht weg von dem Jetzt wollte. Das ist, glaube ich, das Einzige, worin wir uns alle in Deutschland noch einig sind. So wie es jetzt ist, wollen wir es nicht weiter. Nur, dass die Linksliberalen woanders hin wollen wie wir. Oder auch viele die größeren Zuwanderergruppen. Klar, die wollen noch mehr Islam und Islamisierung. So. Also von dem jetzt weg will eigentlich jeder. Also gibt es eigentlich auch nicht wirklich Grund, den Status quo zu feiern. That much is certain. Deutsche Einheit. Fast 30 Jahre. Das ist ein halbes Menschenleben. Mir erscheint die Zeit, da spreche ich jetzt ganz wie alte Leute sprechen, wie im Fluge vergangen. Und bevor ich wieder in die Gegenwart komme, ergreife ich die Gelegenheit, ein bisschen nostalgisch zu sein. Die Zeit der Wiedervereinigung kann sich, wer heute unter 30 ist und ergo die Wiedervereinigungszeit selber nicht erlebt hat, kaum vorstellen. Die Euphorie, die damals herrschte in Ost und West, auch die Unsicherheit, die Panik, die in der, sagen wir mal, jedenfalls der nördlichen Hemisphäre der Welt über dieses Ereignis herrschte. Ostasien und Afrika wird es damals nicht besonders berührt haben, schätze ich. Oder Südamerika, aber die nordamerikanische und europäische und natürlich auch damals sowjetische Welt, also die Nordhalbkugel, war das ein Großereignis, die ja zusammenkam mit dem Zerfall des sowjetkommunistischen Imperiums. Das ist etwas, das immer noch für mich eine Zäsur ist, wie die Weltkriege. Also nun mag man natürlich sagen, das eine ist positiv, das andere negativ. Ein Krieg, der zerstört, ein Fall des Kommunismus und eine Vereinigung, die uns erfreut. Jedenfalls ist das die allgemeine oberflächliche Betrachtung. Ich persönlich hatte in Videos ja mehrfach darauf hingewiesen, ich war zum Mauerfall 1989 18. Und zur Wiedervereinigung 1990, also 19. Ich war damals unpolitisch. Aus privaten Gründen. Ich hatte gerade mit 17 mein Coming Out. Ich war also gerade in meiner eigenen Welt, die ich entdeckte und war der politischen Welt, die hat mich da, weil ich in anderen Dingen beschäftigt war, war ich, wie gesagt, ja, laufe da ab, was da ablaufen möge. Aber auch, weil es meine Generation viele ähnlich sahen. Also die meisten, die ich damals kannte aus meiner Schulzeit noch und dann später auch aus der Universitätszeit, die also in den 80ern Teenager gewesen waren in West-Berlin, waren weithin dieser Sache neutral. Für mich, meine Generation, die viele, die ich kannte aus meiner Generation früher, sahen die DDR immer als einen anderen Staat, so wie Österreich oder die Schweiz. Und so wie Österreich und die Schweiz mal Teil eines deutschen Staates gewesen sind, die Schweizer Eidgenossenschaft des Heiligen Römischen Reichs vor sehr langer Zeit, Österreich bis 1806, beziehungsweise wenn man den Deutschen Bund nimmt, 1866. Und das hatte sich dann halt irgendwann mal geschichtlich erledigt.
So sahen wir die DDR. Es gibt halt einen anderen deutschen Staat. Das ist eine historisch gewordene Realität. Und das sind die Bürger eines anderen Staates, so wie eben Österreicher und Schweizer, die zufällig auch Deutsch sprechen. Weder war ich 1989, 90 für noch gegen die Wiedervereinigung. Es war für mich etwas Leidenschaftloses. Auch als sie sich ereignete, war ich, und damit befand ich mich in der breiten Mehrheit, sowohl in Deutschland wie in der insbesondere in der westlichen Welt, dass sich dadurch nichts wirklich an unserem Leben ändern würde. Das war die vorherrschende Ansicht, möchte ich behaupten, der allermeisten. Das gipfelte ja dann in den, ich glaube, frühen 1990ern in dem berühmten Buch, war es, glaube ich, also den Ausführungen von Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte, mit der Vorstellung, dass der sozialdemokratisch ausgewogene Kapitalismus der westlichen Welt das letzte Wort der Geschichte sei, so wie die Staaten sich nun eben befänden. Und das war ja ein großer Irrtum, wenn man die heutige Lage ansieht. Also wenn man, wie ich, die mäßig 70er und stark 80er und auch noch die, sagen wir mal, die 90er erlebt hat, dann ist die heutige Lage ja eigentlich kaum mehr nachvollziehbar. Man kann ein anderes historisches Beispiel nehmen von 100 Jahren vorher. Ich glaube, die Welt von 1980 bis 90 im Vergleich zu 2018 unterscheidet sich etwa so stark wie die Welt, nehmen wir mal Deutschland insbesondere, also wie Deutschland 1880 bis 1900 oder 1900, also ach, Quatsch, von 1880, 1890 bis 1900 circa im Vergleich zu 1920. So, da war ja nun der Erste Weltkrieg dazwischen als großer Schnitt, der Verfall des Kaiserreichs. Und auch wenn wir, ja, formal sind wir ja immer noch die Bundesrepublik wie früher. Also es hat keinen Zusammenbruch des formalen Systems gegeben. Aber ich glaube, der Schnitt politisch, kulturell, gesellschaftlich ist mindestens ebenso groß. Also die Distanz zur Lebensrealität im Ganzen, wie sie für die Menschen 1980 gewesen ist oder 1990, ist im Vergleich zu 2018 annähernd so groß wie die gleiche Distanz im späten 19. zum frühen 20. Jahrhundert. Das hätte damals niemand erwartet, aber das ist sicherlich 1880 genauso gewesen. Also man hat auch 1880 oder 1890 sich nicht vorstellen können, dass die Welt 1918 eine solch andere sein würde. Das ist die Realität der Geschichte, dass sie uns immer wieder überrascht. Dass sie für alle unplanbar bleibt. Dass sie das Chaos bleibt, das man nicht kontrollieren kann. Auch wenn die Mächtigen es sich manchmal einbilden. Aber wenn die Geschichte eines zeigt, dann, dass das immer eine Illusion ist. Jedenfalls ist das das, was ich als Historiker sehe. Ich glaube, weder die Muslime in ihrem Wahn, Europa zu erobern, noch die Globalisten in ihrem Wahn, die eine Welt zu schaffen, werden Erfolg haben. So beherrschbar ist die Welt nicht. Und sie ist vor allem nicht einfrierbar. Das ist das, was man klar erkennen muss. Kein Zustand bleibt, wie er ist. Wir hatten ja genauso gedacht, sehr viele, dass der Zustand der Teilung Europas und die Existenz des Sowjetkommunismus eine permanente oder jedenfalls sehr lang vorhaltende bleiben würde. Ich weise darauf immer wieder hin, dass man nicht mit zu festen Dingen rechnen darf, mit zu großen Klarheiten, wie Dinge sein werden. Hier ist die Gescheitheit oft eine Übergescheitheit, die eine Narrheit ist. Aber das ist eher meine individuelle Einschätzung von Geschichtsbetrachtung. Ich bin, wie viele, die in dieser Zeit in den 80ern Teenager waren, nie ganz damit fertig geworden. Und den noch Älteren wird es vermutlich noch stärker gehen, dass wir in diesem Zustand sind, wie wir ihn heute erleben.
Ich hatte das ja früher auch schon, auch aus anderen Leuten aus dem patriotischen Lager, die jünger sind, immer wieder gehört. Sie haben ihr Traum Deutschland, ihr geheimes Deutschland, das sie im Kopf haben, das sie im Herzen tragen. Und wenn sie davon erzählen, von etwas, das für sie nur als Fantasie existiert, als Wunsch, als Traum, dann sage ich ja, das alte Westdeutschland, so wie es war, 1985, ich nehme es immer so als Jahr, einfach so, könnte auch sagen, 88, was weiß ich, war in starkem Maße so, auch wenn es nun geteilt war. Ich habe das erste Mal vor einigen Jahren in einer patriotischen Zusammenkunft die Frage gestellt, eher ironisch, scherzhaft, die damals noch vor, ich glaube, 2 Jahren, könnte auch 3 sein, auf massive Kritik stieß, und ich zog das gleich zurück, sagte, das ist ja nur ein Scherz, und stelle das heute ein bisschen ernster in den Raum, nämlich die Frage, war die Wiedervereinigung vielleicht ein Fehler? Ich weiß aus der damaligen starken emotionalen Reaktion, dass für die meisten Patrioten, jedenfalls damals, die Wiedervereinigung eine heilige Sache war. Ich kann das menschlich nachvollziehen, auch wenn ich zu Dingen einen eher nüchternen, pragmatischen, ein nüchternes, pragmatisches Verhältnis habe, auch heute noch. Ich habe im Lauf der Zeit immer wieder die Frage gestellt, was ist wichtiger, der Erhalt eines deutschen Nationalstaats oder der Erhalt der deutschen Identität? Die Frage ist in den meisten Zeiten der deutschen Geschichte die gleiche gewesen. Und wir sind heute möglicherweise an dem Punkt, wo diese beiden Fragen nicht mehr zwingend deckungsgleich sind. Die Kuriosität der Geschichte ist ja diese. 1989-90 waren die gegen die Wiedervereinigung waren, alle auf der linken Seite. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die ehemalige SED, dann PDS, heute Linkspartei, wollte das Experiment eines demokratischen Sozialismus eigenständig weiterführen und misstraute den westdeutschen Eliten nicht ganz zu Unrecht, wie man heute sagen muss. Die Grünen lehnten einen neuen deutschen Großstaat ab, weil sie ihn als Rückkehr der Großmannssucht fürchteten und geißelten. Wenn man die Vormacht Deutschlands in Europa zum Schaden der Deutschen und der Europäer sieht, muss man sagen, dass das auch nicht ganz unbegründet war. Ich finde die einseitige aggressive Politik, die einseitige, die Merkel macht, aus der deutschen Stärke heraus, vor allem aus der wirtschaftlich deutschen Stärke heraus, bekommt uns und den Nachbarn nicht. Und schließlich die von damals Lafontaine geführte SPD, wie die SPD es im Ganzen sah, bin ich mir heute nicht bewusst, aber vor allem Lafontaine, der sagte, die deutsche Einheit ist viel zu teuer, das bringt Verwerfungen und bringt Feindschaften. Lasst die DDR sich erstmal selbst eigenständig entwickeln. Aber wenn es je ein Plebiszit über etwas gab, war es die damalige Wahl. Helmut Kohl triumphierte. Und das, obwohl er in der Altbundesrepublik vor der Wiedervereinigungszeit eigentlich angezählt und als nicht mehr wählbar galt. Seine Tage waren eigentlich gezählt vor der Wiedervereinigung. Was übrigens ein nicht geringer Grund vieler ist, die damals sozialdemokratisch waren. Auch das muss man heute verstehen. Viele, die damals links waren, also gerade sozialdemokratisch und grün, haben die Ostdeutschen dafür gehasst, Kohl wieder in den Sattel gehoben zu haben. Mich eingeschlossen, ich gebe das zu. Die gesagt haben, jetzt haben wir den Kohl wieder. Das ist, glaube ich, etwas, was man in der linken Seite, auch das ist etwas, was die politische Lage heute mit erklärt, nicht ganz vergessen hat, wenn man sieht, wie gerade aus dem linken Lager gegen Ostdeutsche geschossen wird. Ich bin da heute natürlich in einer ganz anderen Perspektive. Aber das ist, glaube ich, etwas, das die politisch
wie soll man sagen, gesamtideologische Grundschau der linken Seite nicht unmaßgeblich beeinflusst hat. Diese Begeisterung der Leute aus der DDR vor dem Kapitalismus haben viele Sozialdemokraten, viele Grüne und natürlich all die Altkommunisten aus der SED den DDRern sehr übel genommen. Also alles sofort fahren zu lassen, auch an politischer Eigenständigkeit. Ich selbst bin, wie man weiß, wenn man meinen Kanal etwas länger verfolgt, ja kein Anhänger des Konsumkapitalismus. Also ein übertriebener Konsumismus ist nichts, was ich persönlich erstrebe, aber auch nicht jetzt moralisch geißeln würde, wenn ihn sich jemand hingibt. Ich würde ihn nur als gesellschaftliche Hauptmaxime riskant finden. Das ist das Äußerste, was ich zu dem zu sagen habe, da ich ansonsten eigentlich Leuten nicht dreinreden möchte, woran sie ihr Leben orientieren. Also wenn sich Menschen am Hedonismus und am Konsum orientieren möchten, möchte ich persönlich es dem Individuum nicht verwehren oder vorschreiben, an was er sich zu halten habe. Ich persönlich sehe es aber als eine skeptische Entwicklung, das sage ich schon. Nun ist es nach langer Zeit der Entbehrung und das Leben im Ostblock war entbehrlich, nicht irgendjemand menschlich übel zu nehmen, dass, wenn nun die Läden sich füllen, die Leute darüber begeistert sind und sich freuen. Das ist ja menschlich nachvollziehbar wie berechtigt. Und das in der Euphorie der Jahre 1989, 90 war auch nichts anderes realistisch als eine Wiedervereinigung. Wenn man überhaupt für eine ist, war es richtig, sie sofort zu ergreifen. Ich will auch nicht sagen, da hätte man vielleicht besser nicht gemacht. Das ist eine Rückschau auf die Geschichte. Hättest du gut daran. Also man kann vieles sagen, was hätte man anders machen können. So rückorientiert bin ich per se nicht, sondern eher nach vorne schauen, was können wir machen. Wenn sich aber die Frage stellt, ist durchaus unter folgendem Gesichtspunkt die Frage zu stellen, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn man betrachtet, dass es eine Islamisierung vor allem durch Westländer betrieben gibt. Ein unabhängiger Oststaat hätte wahrscheinlich sich eher in eine Richtung entwickelt wie die anderen Ostländer, wie Polen, Ungarn, Tschechien und so weiter. Wir hätten also möglicherweise, das ist bei dem anderen Ausgang der Geschichte immer spekulativ, wir hätten also möglicherweise einen national bewussteren Oststaat und damit ein Residuum eines bewahrten Deutschtums, was vielleicht nicht das Schlechteste gewesen wäre. Und weiß man das alles nicht, das ist wie gesagt bei dem, es gibt ja einige Kanäle, denen ich auch immer mit einiger Freude folge, alternative Geschichten. Alternative History ist sogar, glaube ich, der Titel eines Kanals, den ich lange Zeit immer wieder geguckt habe, jetzt in neuester Zeit nicht mehr so oft. Und wenn man sich jetzt gerade die Wahlergebnisse und die Umfrageergebnisse von AfD ansieht in den Ostländern, dann sieht man natürlich, da Hagen Grell hat, glaube ich, vor einigen Monaten ein Video gemacht, auch mit dem Fragezeichen, wäre eine Spaltung Deutschlands in ein richtiges Deutschland und dann in ein Multikulti-Deutschland nicht besser. Er hat da sehr Anstiftungen gekriegt, nicht unerwartet für mich, da wie gesagt die Einheit für die Patrioten eine Art heilige Kuh darstellt, was ich verstehe angesichts der langen deutschen Geschichte, der leidvollen deutschen Geschichte. Aber es ist Folgendes. Ich bringe es mal aus dieser Perspektive heraus. Ich verfolge die Politik ja auch international. Ich habe mir angesehen, es gibt Untersuchungen in den USA darüber, wie sich die politischen Lage entwickelt haben. Also Demokraten und Republikaner in den USA, also die dortigen Linken und Rechten, wenn man so will, im weitesten Sinne. Und dann gibt es eine Untersuchung, die zeigte, dass im Jahre 2000, ich glaube, 4 war die eine Erhebung, die politischen Meinungen von Republikanern und Demokraten sehr nah beieinander lag. Während man gesehen hat, die nächste war dann 2017, war eigentlich tief gespalten und die Meinungen über
sehr viele grundlegende Dinge waren extrem auseinander. Es gibt einen Kanal aus Amerika, den ich immer verfolge, weil er mir großes Vergnügen bereitet. Gerade ich glaube, einmal die Woche die Show, die die machen. Das ist der Kanal von Matt Christensen. So heißt der Mann und ich glaube auch sein Kanal. Und die machen, ich glaube, einmal die Woche macht er zusammen mit einer Frau mit dem schönen Titel The Beauty and the Better. Die Schöne und der Bettermann. Weil Matt Christensen so ein bisschen was von einem Bettermann hat von der Erscheinung. Also er nimmt sich da selbst ironisch in dem Titel etwas auf die Schippe. Und die kommentieren vieles aus der amerikanischen Politik, eigentlich fast ausschließlich aus der amerikanischen Politik, manchmal auch international, meistens aber amerikanisch. Und die Frau dort, die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die Blonde, ist mir sehr sympathisch in ihren politischen Ansichten. Eine der wenigen Frauen, die sagt, Frauenwahlrecht gehört abgeschafft, weil die sagt, die meisten ihrer Geschlechtsgenossinnen hält sie für zu links und das ist schlecht. Ich selber bin da unentschlossen, was ich davon halten soll. Ich möchte per se niemand das Wahlrecht wegnehmen und ich kenne genug kluge Frauen, auch die mich unterstützen hier auf dem Kanal, dass ich, auch wenn ich das mal gesagt habe, hier mich mit solchen Dingen nicht aus dem Fenster ernsthaft lehnen würde. Aber es ist schon erkennbar, dass es hier nicht nur eine Spaltung in links und rechts, sondern auch eine Spaltung in Männer und Frauen insofern gibt, als Männer überwiegend wesentlich mehr rechts sind. Also in den ganzen patriotischen Bewegungen, in den konservativen Bewegungen, in allen westlichen Ländern überwiegen die Männer. Und diese ganzen Social Justice Bewegungen sind von einem sehr viel größeren Maße von Frauen getragen. Das fällt schon auf. Und das ist auch etwas, was mir nur sehr schwer lösbar erscheint. Also auch eine Art Spaltung, die ich für sehr verhängnisvoll sehe. Und diese Frau, deren Namen ich wie gesagt nicht weiß, die dort immer nur als, ich glaube, Blond oder Blondie auftaucht, ich glaube, die hat sogar einen eigenen Kanal, den kenne ich aber nicht, die sagte immer wieder in den letzten Monaten, sie ist nun Anhängerin der Republikaner, sie sagt als Fazit, sie ist eigentlich an dem Standpunkt, wo sie sich gar nicht mehr vorstellen kann, mit den Demokraten überhaupt in einem gemeinsamen Land zu leben. Das ist für sie eigentlich passé. Und die meint das ganz ernst. Ich finde ihre Kommentare zur Politik auch sehr würdevoll, auch meinen sehr nahe, wenn ich ihr so zuhöre, auch wenn sie, wie gesagt, meistens über amerikanische Dinge reden, finde ich mich in dem, was sie sagt, sehr oft wieder, in meiner eigenen Sicht auch. Woran ich auch merke, dass ich dann konservativer geworden bin, als ich mir eigentlich klar bin. Und als sie das letzte Mal sagte, vor einigen Tagen erst wieder in der Kavanaugh-Debatte, das ist eine Debatte, die im Moment um die Berufung eines Richters in den USA läuft, dass ich jetzt hier nicht aufgreifen und wiedergeben kann. Jedenfalls ist es ein Schauspiel, in dem sich die Linke in einer Weise generiert, die an Würdelosigkeit, Erbärmlichkeit und Demagogie wirklich nicht mehr zu toppen ist. Was diesem armen Mann, der von Trump als oberster Richter vorgeschlagen wird, angetan wird, hat wirklich jede Art Moral völlig fallen gelassen. Das ist von unerträglichem Ausmaßen. Und da ist in der Tat nicht mehr zu sehen, wie die amerikanische Gesellschaft überhaupt je wieder zusammengebracht werden kann. Und als ich so der Frau zuhörte, wie sie das sagte und sagt, eigentlich kann sie sich gar nicht mehr vorstellen und möchte mit den Demokraten eigentlich gar nicht mehr in einem gemeinsamen Staat leben. Was gerade für Amerikaner etwas ist, dass das eine harte Sache zu sagen ist. Denn auch die Amerikaner hängen an der Einheit ihres Staates in einer ähnlich emotionalen Weise wie wir Deutschen. Auch gerade aus ähnlichen Erfahrungen der Spaltungsangst aus der Vergangenheit heraus. Die Amerikaner hatten ja ihren Bürgerkrieg, in dem die USA fast gespalten wären. Und aus diesem Trauma heraus haben auch Amerikaner eigentlich eine Angst vor der Spaltung der Amerikanischen Union. Eine starke Abneigung gegen die Vorstellung. Aber auch sie sagte, eigentlich wäre eine Balkanisierung der USA besser, wenn man die USA auflöst in Staaten, die patriotisch und republikanisch sind und eben
so Staaten wie Kalifornien und andere Staaten, die so links verseucht sind, dass sie mit diesen Staaten eigentlich gar nicht mehr zusammen sein möchte. Das ist, als ich das so in mich sacken ließ, diese Aussage etwas, das ich eigentlich in Bezug auf die Bundesrepublik genauso empfinde mittlerweile. Wobei ich es nicht so stark an Bundesländern ausmachen kann, auch. Also mit einem linksversifften Land wie Nordrhein-Westfalen und auch einem islamisierten Land wie Nordrhein-Westfalen fühle ich mich eigentlich gar nicht mehr zu einem Land zugehörig. Das soll jetzt gegen keinen NRW-Deutschen was sein. Also das ist nicht gegen euch gerichtet und den Patrioten in diesen Regionen schon gar nicht. Es gibt ja auch konservative und Patrioten in Kalifornien. Das ist ja gar nicht der Punkt. Es ist natürlich im Wesentlichen eine Sache, man möchte, man kann, ich möchte eigentlich, sind für mich die Anhänger der Linkspartei, der Grünen und der SPD verloren. Verlorene Menschen. Menschen, mit denen ich eigentlich nicht mehr in einem gemeinsamen Staat leben möchte. Und ich glaube, das ist reziprok bei denen auf mich als AfD-Wähler genauso. CDU ist immer noch so ein Fall in der Mitte, wo man nicht weiß, wie dort die Leute so ticken. Also da mag es so eine und solche geben. Wie weit dort die Sozialdemokratisierung fortgeschritten ist und die Unterwanderung durch Linke ist mir nicht nachvollziehbar direkt. Es mag so und eins, sagen wir mal, die Hälfte so, vielleicht weiß man nicht. Und FDP ist für mich in dieser Frage nicht wirklich klärbar. Aber in diesen Lagern, glaube ich, ist auch für mich der Punkt. Und die Entscheidung ist auch, die diese Frau ja sagte, diese Leute, sie bezog das auf die Anhänger der Partei der Demokraten, also der ihren Linksliberalen, die werden sich nie ändern. Die werden nie mehr das loslassen, diese Sicht, die sie jetzt haben. Die werden denen immer anhängen und sie werden auch nie signifikant weniger werden. Die werden immer auf diesem Trip bleiben. Und das glaube ich von unseren Linksliberalen auch. Also liberal jetzt nicht im Sinne von klassisch liberal, sondern diese, ja gut, die Grünen sind ja keine liberale Partei mehr. Also kann man das Wort liberal hier eigentlich auch rauslassen. Also die Linksgrünen, sagen wir mal so. Ich glaube, die Linksgrünen werden nie signifikant weniger werden, denn man sieht, so wie die SPD abnimmt, nimmt die Grüne Partei zu. Mit denen werden wir auch auf lange Frist immer rechnen müssen. Und dann ist für mich eigentlich auch innerlich genau der Punkt, als ich der Frau, wie gesagt, zuhörte, wie sie das sagte. Ich nickte hier und sagte, ja, mir geht es eigentlich genauso. Wenn ich ehrlich mit mir bin, möchte ich mit Anhängern der Grünen, der SPD und der Linkspartei nicht mehr in einem gemeinsamen Staat leben. Und wenn das hieße, Deutschland ideologisch aufzuteilen, würde ich mittlerweile sagen, okay, gut, machen wir. Wir haben ein AfD-CDU, sage ich jetzt mal, ein AfD-CDU Deutschland im Osten von mir aus. Oder wer sich da noch dazufügt, wo man da die Teilungslinie zieht, kann man dann sagen. Und dann soll der Westen im linksgrünen Siff sein eigenes Ding machen. Ich bin eigentlich so weit. Weil ich lieber in der Hälfte das Deutsche bewahre, als es im Ganzen untergehen zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, wie das Echo hier im Kanal dazu sein wird. Ich sage ja manchmal Sachen, die Leute sehr empören in meinem eigenen Kanal. Ich möchte auch daran erinnern, dass was ich sage ja eigentlich sowieso nicht wirklich relevant ist. Also man braucht sich nicht so sehr jetzt darüber aufregen, wenn ihr eine ganz andere Meinung habt. Bitte lasst euch nicht die Gesundheit kosten, indem ihr euch jetzt über Gebühr aufregt, denn was ich hier sage, ist sowieso nur irgendein YouTuber, der was sagt. Also, ich werde morgen weder Kanzler noch Kaiser. Es besteht keine Gefahr, dass das passiert. Auch ohnehin nicht. Aber es ist ein Gedanke, den ich als Philosoph, als Historiker hier entspinnen möchte. Und da ich mit meinen Zuhörern immer ehrlich war, man weiß mit mir, ich habe mir das als eine der wenigen Dinge, auf die ich tatsächlich stolz bin, immer als Ehrenhut aufgesetzt zu sagen, wer mich kennt, weiß immer, woran er ist. What you see is what you get. Ich heuchle nicht, ich mache niemandem was vor. Wenn ich was in schlechter Meinung von etwas bin oder guter, weiß jeder, der mich kennt, das. Das handle ich privat wie hier im Kanal.
Ich spiele niemandem was vor. Ich gebe auch zu, wer meine Kanalhistorie kennt, wenn ich mich irre und sage, okay, habe ich früher anders gesehen. Ich bin zum Beispiel in der Frage Demokratie versus Monarchie nicht einer Meinung mit mir selbst und nicht sicher, was ich will. Ich schwanke sehr auch immer wieder. Gerade in letzter Zeit habe ich merke ich eine innere Abkehr vom demokratischen Gedanken. Auch wenn ich mir die Demokratie, die Republik als Idealform wünsche und das immer mir wünschen würde, weiß ich, dass der republikanisch-demokratische Gedanke eine Art von Bildungslevel voraussetzt, den wir nicht mehr haben. Und eine Art von Kultiviertheit auch, der uns abhanden gekommen ist. Das Einzige, was natürlich gegen die Alleinherrschaft des Monarchen spricht, ist, dass wenn ein Social Justice Warrior Monarch würde. Das ist die Gefahr. Das ist ganz klar. Dem aristokratischen Gedanken bin ich seltsamerweise nie sehr freundlich gewesen. Also für mich war es entweder Monarchie oder Demokratie. Eine Art oligarchischer De Aristokratie habe ich nie viel abgewinnen können. Also das ist ein Gedanke, mit dem ich nie sehr befreundet war. Entweder der eine oder alle, aber diese komische Mischform war mir nie sympathisch. Das ist etwas, was bei mir im Prozess ist und ich lasse euch am Kanal ja auch an meinem Denkprozess teilhaben. Und ich glaube, sehr viele haben über die Frage der Demokratie heute Unsicherheiten. Denn wenn das System Demokratie eigentlich nur noch dazu benutzt wird als Hebel, um unsere deutsche Kultur fertig zu machen, als Instrument gegen uns, wie es jetzt den Anschein hat oder wie man mit einiger Wahrscheinlichkeit jetzt sehen muss, dann muss man sich zumindest individuell in seiner Privatmeinung schon die Frage stellen, können wir für ein System sein, dessen Folge ist für uns schädlich ist? Das muss, wenn es um die Existenz des Volkes geht, wie es jetzt geht, muss alles auf den Tisch und diskutierbar sein. Das ist kein Jubelvideo, aber ich glaube, in unserer Zeit im Jahr 2018 verbieten sich in Deutschland auch Jubelvideos, weil, wie gesagt, also so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein Status quo, den keiner weiter will. Die Linksgrünen ja schon gar nicht. Vielleicht die einzigen, die sitzen vielleicht hier im Reichstag und die Lobbyisten, die mit hinten dran sind, die fett davon verdienen und sagen, ja, so kann es weitergehen. Okay, so gut, die Elite. Also Elite ist natürlich immer ein bisschen ironisch in Bezug auf solche Leute, aber jetzt will man rein in Bezug auf ihre Macht und ihren Einfluss, sie so nennt. Ich stelle das einfach mal als Gedanke so in den Raum. Kann man mal so sacken lassen. Weil ich, wie gesagt, mittlerweile an dem Punkt angelangt bin, wo ich ganz ehrlich zu mir sage, mit Menschen aus dem Grünen und aus dem linken Lager möchte ich eigentlich gar keinen gemeinsamen Staat mehr. Das ist für mich das Fazit zum Wiedervereinigungstag 2018. Ja, ich weiß nicht, was ihr macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass allzu viele hier in vaterländische Freudentaumel an in diesem Jahr ausbrechen. Es ist schade, denn eigentlich würde ich mir ein Deutschland wünschen, das mit sich selber im Frieden ist. Und das ist aber von Leuten zerschlagen worden, deren Motivation mir nicht nachvollziehbar ist und die ich im Jahr 2018, im Herbst 2018 auch nicht mehr nachvollziehen möchte. Ellen Posner von der Welt hat vor einigen Wochen geschrieben, er möchte die Anhänger der AfD gar nicht mehr verstehen. Ich kann das verstehen, ich möchte die Anhänger der Grünen, der SPD und der Linkspartei nicht mehr verstehen. Das möchte ich gar nicht mehr. So wie die wahrscheinlich mit uns nicht mehr einen gemeinsamen Staat bilden möchten, das möchte ich mit denen eigentlich auch nicht mehr. Für mich ist das Band da einfach zerrissen mit diesen Menschen. Ja. Jetzt mag ich, der Gedanke ist zu Ende gedacht. Ich hoffe, wie immer, ihr habt einen angenehmen Feiertag, ist ja heute. Und hoffe, wie immer, ihr bleibt mir gewogen.